Herzlich willkommen bei der Feinbrennerei Sasse. Wir sind eine Kornbrennerei aus dem Westmünsterland in NRW gelegen. Wir haben uns spezialisiert auf fassgelagerte Kornbrände. Unser Steckenpferd in dem Bereich ist der Lagerkorn. Das ist ein Korn, der fassgelagert wird, mindestens 4 Jahre in französischer Eiche. Diese französischen Eichenfässer sind vorbelegt mit Cognac, mindestens 30 Jahre. Und ja, so hat unser Lagerkorn Zeit zu reifen, entwickelt einen super milden Geschmack, also hat mit dem herkömmlichen Korn, den man sonst aus dem Nordwesten Deutschlands kennt, nicht mehr ganz so viel zu tun. Der geht eher schon in die Whisky-Cognac-Richtung. Gerade auch unser Cigar zum Beispiel hier vorne, der hat den Preis gewonnen für den besten Whisky Kontinental Europas. Und darauf sind wir super stolz. Das heißt, wir haben unseren herkömmlichen Korn losgelöst von dem Markt und sind wirklich in einen sehr hochwertigen, sehr schönen und sehr variablen Markt eingestiegen und sind seit einigen Jahren auch nicht nur auf die fassgelagerten Kornbrände spezialisiert, sondern haben unsere Produkte erweitert. Wir haben Obstbrände, einen Obstgeist, wir haben unseren Himbeergeist, den wir mit Himbeeren bei uns aus dem Münsterland brennen, nochmal destillieren. Wir haben eine Williamsbirne mit Birnen vom Bodensee oder auch unsere ganz neu, seit einer Woche abgefüllt, die Milde Marille, auch in unserer Obstbrände-Range. Wir haben aber auch Liköre. Unser Verkaufsschlager in diesem Bereich ist unser Kakao-Nuss. Hat super schöne, süße Noten, ein leichter Marzipan-Geschmack, der dadurch vorkommt. Also wirklich für Mann und Frau gemacht, also nichts zu Süßes, aber auch nichts sehr Starkes. Dann unseren Sechser, das ist das Produkt, was wir so in der Form als längstes bei uns im Bestand haben. Knapp 100 Jahre tatsächlich schon in der Rezeptur. Das ist ein halbbitteren Kräuterlikör, den wir mit Jamaika-Rum versetzen. Auch super, die ganze Produktlinie, die wir hier haben, die wir als After-Dinner-Drinks gerade bei dieser Messe verkaufen möchten. Das sind unsere After-Dinner-Drinks. Wir wollen dem Gastronomen einfach Verkaufshilfen an die Hand geben, um das After-Dinner-Drink-Geschäft etwas anzukurbeln und so für uns und vor allen Dingen für den Gastronomen den Umsatz etwas höher zu gestalten. Ja, das war unser kleiner, aber feiner Einblick in die Feinbrennerei Sasse aus dem Münsterland. Und ich hoffe, wir sehen noch.